Egal ob Oldtimer, Rostlaube oder liebevoll zusammengeschraubte Einzelstücke, in der Dragstrip-Szene zählt einzig Power und Traktion. Fast 2 Jahre hat Matthias Krüger an seinem Rush 77 geschraubt und rund 50.000 Euro für den Karosseriebausatz und die Technik ausgegeben. Der 2-Liter Cosworth-Motor und 220 PS garantieren ihm Bestzeiten auf der Viertelmeile. Tuning-Potenzial ist genug da, also der Rahmen ist bis 350 PS geprüft und denke mal, irgendwann wird er 350 PS haben. Im Rennen am späten Abend zeigt sich jedoch, dass der Rush 77 keine Chance gegen die Cobra mit Corvette-Motor hat. Beim Cup wird in 5 Leistungsklassen gestartet. Und damit es gerecht zugeht, müssen alle Autos zur technischen Abnahme. Leistung, Hubraum und Gewicht werden kontrolliert. Irgendeiner aber versucht immer zu schummeln. Was man nicht sehen, sind Chips, die irgendwo verbaut sind oder was. Das ist aber nicht das Problem, das erkenne ich nachher an den Zeiten. Wenn die dann die Viertelmeile dort hinterfahren und eine Zeit fahren, die mit dem Auto in dem Zustand, wie es uns gemeldet wurde, nie möglich wäre, merke ich das. Völlig legal ist der aufgemotzte Audi Quattro von Thomas Lindemann. Er ist der Top-Favorit. Rund 500 statt 230 PS und kompromissloser Leichtbau. Alles im Sinne der Viertelmeile. Gewicht ist A&O. Je leichter, umso besser. Da haben wir auch harte Konkurrenz, so wie Caterhams und so. Die sind halt feierschnell mit wenig PS. Das ist halt, das Gewicht ist es A&O, sag ich jetzt. Und die Leistung natürlich. Ohne Leistung nützt das leichteste Auto auch nicht. Für optimale Sicherheit der Hobbyracer steht der Notarzt direkt an der Strecke. Und die Rennleitung hat vom Tower aus alles fest im Blick. Dann wird es Nacht am Eurospeedway Lausitz. Die Rennen der offenen Klasse finden im Dunkeln bei Flutlicht statt. Das sorgt für eine spannendere Atmosphäre. Jetzt muss auch Thomas Lindemann zeigen, was in seinem Quattro steckt. Trotz seiner überlegenen Motorleistung bleibt er stets vorsichtig. Nö, muss man gucken. Ja, stark. Muss ich gleich am Anfang richtig alles geben, sag ich mal. Aber schauen wir mal. Gibt nur 2 Varianten. Sieg oder verlieren. Und ausgerechnet im ersten Rennen versaut Thomas den Start. Er muss voll aufs Gas treten und kann gerade eben eine knappe Motorhaube Vorsprung ins Ziel retten. Beim Opel dachte ich mir, okay, das wird klappen, aber man muss sich ja immer sehen. Man kann sich mal verschalten, es kann alles passieren. Kann mal was kaputt gehen und zack, bist du weg. Das zweite Rennen dagegen fährt Thomas alleine. Denn sein Gegner kommt erst gar nicht vom Startplatz weg. Also, alles klar für das große Finale. Thomas mobilisiert seine ganze Power und rast als erster über die Ziellinie. Seine 500 PS-Schleuder katapultiert ihn in 11,4 Sekunden über die 402 Meter. Insgesamt 5 Rennen gehören zum Viertelmeilen-Cup. Und vielleicht kassiert Thomas am Ende sogar die 10.000 Euro Preisgeld für den Gesamtsieger.